biz gerçekten Avrupa'da, medyada da kardeşliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye gayret ediyoruz. Ve birbirimizden gücümüzün yettiği kadarıyla doğru haberin insanlara doğru bir şekilde ulaşması için bir güç birliği yapıyoruz zaten. Yine öyle bir ortamda Mehmet Baş abimiz kendisi Avrupa boks maçlarının aynı zamanda moderatörlüğünü yapıyor. Ben önce şahsınıza, Uygur TV'mize, Kardeş TV'mize çok teşekkürler ediyorum. Aynen arz ettiğiniz gibi Avrupa'da yaşarken insanlarımızın, gençlerimizin, iş adamlarımızın, şirketlerimizin başarılarını, halkımızın başarılarını efendim ana yurtlarımızdaki insanlarımıza duyurmakla görevliyiz. Bu bizim omuzlarımızın kutsal bir yükü. Memnuniyetle taşıyoruz. Tabii ki kickbox maçları efendim, boks maçları da bizim televizyonumuzda da sık sık yayınlanır. Onun moderatörlüğünü de acizane yapıyoruz. Efendim, buradaki gençlerimizin heyecanını, buradaki gençlerimizin başarılarını görmekten mutlu oluyoruz. Efendim, bu gençlerimize, iş adamlarımız, şirketlerimiz, efendim, yetkililerimiz, başkonsolosluklarımız, büyükelçiliğimiz de burada ne kadar el uzatırsa onlar o kadar yumruğu güçlü oluyor. Efendim, onlar rakiplerini nakavt yapıyor. Mesela geçen hafta sonu bir maç sunumu yapma imkanı oldu. Ünsal Arık boksörümüzün. Kendisi orta siklet dünya boks şampiyonu. IBF'in de Avrupa şampiyonu kemer için dövüştü. Yani oradaki onun başarısı, almış olduğu kemer Türk bayrağı ile çıktı ringe. İstiklal marşımızı okutturdu. Yani bunlar gerçekten kelimelere sığacak bir heyecan değil. Sich für Sport interessieren. Hier ist jetzt eine ungewöhnliche Sache passiert. Und zwar sind die Frauen hier auch. Und wir wollen wissen, was sie über die Sportbox interessieren, was sie davon denken. Wie fühlen sie sich emotional, wenn sich zwei Frauen kämpfen, wenn sie sich richtig kämpfen? Ich freue mich, dass auch Boxen bei Frauen ist angekommen ist, weil also die können auch boxen, finde ich. Wir Frauen können das auch. Also finde ich schön. Okay, danke. Sie haben ja gerade gesehen, wie sich zwei Frauen gekämpft haben. Und wie haben Sie sich da als eine Frau gefühlt? Das hätte ich gerne. Ja, ich finde das schon seltsam. Also ich fand das nicht so, ich gucke mir das nicht so gerne an wie ein Männerkampf. Und mir tat dann auch die Verliererin schon sehr leid, weil die hat schon sehr viel eingesteckt. Die war sehr, sehr tapfer, aber ich fand das recht brutal. Ja, ich bin kein großer Freund des Frauenboxens. Von daher bin ich etwas skeptisch gewesen. Die beiden Damen haben sehr gut gekämpft, aber es ist für mich nicht ästhetisch. Von daher bin ich kein so großer Fan davon. Okay, danke. Mein nächster Kämpfer, ich muss zum Ring. Okay, und? Was erwarten Sie von dem? Harter Kampf, harter Gegner. Ja, ja, ja. Also er soll jetzt erste Runde locker anfangen, ist ein 5-Runden-Kampf, da hat man natürlich Zeit und soll aufbauen langsam. Aber der Gegner ist ein sehr erfahrener Gegner aus Holland, guter Kämpfer. Aber Sahin ist unheimlich stark, er hat unheimlich hart trainiert.
Er darf nur nicht überhastet werden. Ruhiger arbeiten! Weiter! Nicht so hektisch! Ruhig bleiben! Hey! Aus deiner Deckung! Nimm deine Arme hoch! Er hat 5 Runden Zeit, er muss den Kampf langsam aufbauen. Arme höher, pass mal dein Kinn auf. Bewege dich alle gleich in die Enge. Orlando! Damit neuer Weltmeister der Amateure in Kiruan, der IKBO. Die rote Ecke von Assassin, Sai Baro. War ein Spitzenkampf. Ich meine, der Holländer war ein Topkämpfer. Wir wussten das, dass er ein sehr starker Mann ist. Wir haben keinen Fallobst geholt, sondern einen gleichwertigen Gegner. Aber heute hat Said gezeigt, dass er ein Kämpfer ist, dass er ein Löwe ist. Und ja, Superkampf. Einfach nur Superkampf. Zuschauer waren auch begeistert. Mehr braucht man nicht. Ja. Also mein Name ist Klaus Waschkewitz. Ich bin Chef vom Mastergym, kennt man in Deutschland, europaweit. Sogar in der Türkei hatten wir ein Mastergym in Istanbul. War öfter in Istanbul schon. Und ja, wie gesagt, komme aus Duisburg. Ich sage immer, man kann noch besser kämpfen. Ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Kampf. Aber ich denke mir immer, man kann immer weiter kämpfen. Man soll auf dem Boden bleiben und nicht hochfliegen. Das war jetzt mein Kampf. Ich habe meinen Weltmeistertitel. Und ja, wie soll ich sagen, geht weiter halt, ne? Alles die Mühe!